So, weiter geht's. Auf dem Weg, ein paar SAD-Behälter zu suchen. Was ist das denn? Krass, sieht aus wie der Affenkäfig in München. Zumindest so ähnlich. Stand das schon immer da? Ist mir noch nie aufgefallen. Krass, ein paar Leichen hängen auch drin. Ernsthaft? Das ist mir noch nie aufgefallen, dieses Ding. Krass. Ist jetzt das reingepatcht? Keine Ahnung. Ja, aber nicht schlecht. So findet man immer wieder was Neues. Na, das war's. Aha. Alles klar. Elektronisches Gerät erkannt. Dieser Verschlag hier, den sich die Leute hier gebaut haben, um sich zu schützen, da klingelt bei mir auch gerade nichts. Für mich ist das gerade völlig neu. Ah, Infos. Ich glaube nicht, dass wir noch mehr tragen können. Noch nicht mal diese Medikamente? Die wiegen nicht viel. Das Gewicht ist nicht das Problem, es ist einfach zu viel. Bist du sicher, dass wir das hier lassen sollen? Mir wäre es anders auch lieber, aber es sind nur Medikamente. So viele Asthmatiker gibt's eh nicht mehr. Moment, die Lotte der kann die Kiste so präparieren, dass sie jeden in die Luft jagt, der versucht, sie aufzuheben. Oh, cool! Hey, Jay! Komm mal kurz hier rüber! Interessant. Also, entweder ich war tatsächlich noch niemals zuvor in diesem Abschnitt, oder ich habe es nie so wirklich wahrgenommen, oder es wurde neu reingepatcht. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Aber auf jeden Fall schön, immer was Neues zu entdecken. Very nice. So, dem nächsten Ziel entgegen, weiter auf der Jagd nach SAD-Behältern. Wenn ich ein paar davon habe und dann zurück ins Weiße Haus gehe, dann kann ich endlich mal ein paar Vorteile freischalten. Weil momentan führe ich die Waffen noch so, wie sie rumliegen, ohne Aufsätze, ohne Mods. Das ist nicht schön. Aber das wird sich bald ändern. Bald. Loot. Nichts liegen lassen. Nichts vernachlässigen. Außer den einen Rucksack gerade. DC Unite. Das Plakat kommt mir auch neu vor. Ganz ehrlich, war ich echt so lange nicht mehr in dem Spiel. Das kann doch nicht sein. Das waren doch jetzt vielleicht 2 Monate. Länger nicht. Krass. Also okay, es gab 2 Patches oder 2 neue Updates, die ich während dieser Zeit gemacht habe. Vielleicht waren es auch länger als 2 Monate, keine Ahnung. Die ich während dieser Zeit gemacht habe, ohne dass ich in dem Spiel war. Ich habe auch nie nachgelesen, was die bringen sollen. Denn es gab ja keinen Content mehr irgendwie zu bewältigen, deswegen hat es mich nicht interessiert. Aber momentan kommt es mir so vor, als hätten die da wirklich ein paar neue Details reingepatcht. Ich mag Details, sehr schön. Aber wie gesagt, keine Ahnung, ob das die Wahrheit ist. Also kann auch gut sein, dass ich einfach zu doof bin, um mich dran zu erinnern. Auf jeden Fall finde ich das gerade sehr, sehr angenehm. So, wo ist denn der SAD-Behälter?
Naja, ist noch ein bisschen entfernt. Boah, ich bin so froh, dass Pat gerade an meiner Seite ist. Solange ich diesen miesen Controller habe. Ja, diesen. Was ist denn das eigentlich? P4 Wireless Controller. Da steht nicht drauf. Made in China. Naja, kommt immer aus China, ne? Oder aus Japan. Ja, auf jeden Fall. Das Feingefühl des Sticks ist miserabel. PS4-Controller ist bestellt. Oh, da oben ist er. PS4-Controller ist bestellt. Ich warte nur noch auf die Versandbestätigung. Ist noch nicht erfolgt. Oh, Martert, ich kann es nicht erwarten. Ich will endlich eine E-Mail kriegen, in der ich lesen kann, Ihre Bestellung wurde versandt. Oh, dann weiß ich, dass es nur noch ein, maximal 2 Tage dauert, bis es da ist. Ich hoffe ja, dass es am Wochenende soweit ist. Es mindert wirklich vehement den Spielspaß. Nur wegen so einem dämlichen Controller. Ich will unbedingt am Wochenende den neuen Controller in Händen halten und es genießen. Ich will wieder zurück zur alter Stärke. Ja, unfassbar, was ich hier. Das geht gar nicht, gell? Das geht gar nicht. Er hat den Schlüssel. Dann wollen wir mal. Nächste Welle. Nächste Welle, gleiche Stelle. Gecheckt, dass hier noch jemand ist. Aber sie hat mich auch nicht. Sie hat mich auch nicht gesehen am Anfang. Das war Glück. Ein Tollpatsch kommt selten allein, nicht? Nicht? So, Propagandasendung gelöst. Weiter zum SHD-Behälter. Der muss doch hier irgendwo sein. Ah, ich entsinne mich, genau hinter der Baustelle, in dem freien Bereich, rechts an der Wand, im hohen Gras müsste er liegen. Ja, genau, ich wusste es. So. Hier ist der nächste. Okay. Markiert.
Ich finde es gar nicht so schlecht, wenn die Straßen mal ein ganzes Stück lang so frei sind, keine Gegner, und man einfach mal durchjumpen kann. Durchsprinten. Das wird sich alles noch sehr bald ändern. Aber momentan genieße ich's. Friss das! Ja, schön geflogen, Schwachstelle erwischt. Tja, Happy Birthday. Weiter geht's. Tragbares Gerät erkannt. Ah, wieder nette kleine Story-Info zwischendurch. Wenn ich das Gerät finde. Aber erstmal SHD. So. Ah, jetzt habe ich genau wie Pat vorhin den Meat Wagon, das Kopfgeld, freigeschaltet. Mal sehen, ob wir den kriegen, ob wir den schaffen. Ach, das war doch der, bei dem ich letztes Mal fast draufgegangen wäre. Ne? Weil es an der Tür geklingelt hat. Din, din, din. Aber ich denke, erstmal weißes Haus und die ganzen SHD-Behälter in Vorteile umwandeln. Das ist wichtig. Das ist einfach immens wichtig. Und hier war doch noch irgendwo so ein blödes Handy rumgelegen. Wo ist das denn? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Da ist es. Jawohl. Der größte Wendepunkt für uns war sicherlich, als wir die UN zurückerobert haben. Damit änderte sich alles. Wir haben Charlie Bliss und seine Kommandostruktur erledigt und das Last Man Battalion in die Knie gezwungen. Gleichzeitig hat sich aber China mit Tschernenko auf und davon gemacht. Das war der Moment, in dem wir alle tief Luft geholt und uns die Frage gestellt haben, was passiert als nächstes? Ja, inzwischen wissen wir, was als nächstes passiert ist. So, zurück im Weißen Haus. Jetzt Quartiermeister, Waffenhändler, aufstocken, verbessern. So sieht's aus. Hallo? Yeah, Vorteile freigeschaltet. Da lacht das Herz. Haha. Oh, und ich habe sogar noch eine Fertigkeitsfreischaltung. Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Das klingt doch gut. Die Stürmerdrohne. Bisschen mehr Kugelhagel von oben. Das ist doch... Ah, nein, verdammt. Ich wollte doch die Wiederbeleber-Hive. Ein verdammter Jammer. Okay, also beim nächsten Mal. Die verdammte Wiederbeleber-Hive. Ich muss mir die holen. Unbedingt. Okay, Vorteile. Vielleicht soll ich es mir aufschreiben. Wiederbeleber-Hive. So, notiert. Okay. Vorteile. Okay, dass wenn ich ins Weiße Haus gehe, dass meine Vorräte aufgefüllt werden und so Granaten, Medikits, mehr Medikits tragen kann, das ist natürlich das Erste. Und jetzt geht es um die Verbesserung der Waffen. Das würde ich als Zweites in Angriff nehmen. Zwei SHDs habe ich noch, Zieloptik und noch irgendwas, das allgemein verwendbar ist, auf lange Schienen.
Naja, für Gewehre und so, Primärwaffe. Machen Sie es gut. Mach's besser. Dann schauen wir mal. Ach, jedes Mal gehe ich zuerst auf die Karte. Ich bin es echt nicht mehr gewohnt, die Options-Taste gedrückt zu halten. Naja, wenn es nur das wäre. Ich habe das größte. Schon wieder. Eieieiei. Okay, bevor ich die neuen Aufsätze draufpacke, sollte ich natürlich auch erstmal neue Waffen nehmen. Zumindest. Sofern ich gute hab oder bekomme. Ist ja sinnlos, die jetzigen alten hier zu verbessern. Nicht. So, denn. Ich will die Rüstungsregeneration einfach nicht einbüßen. Die ist echt Gold wert. Auch wenn es unterstufig ist, trotzdem. Ja, das nehmen wir mal. Das nehmen wir mal. Ja, doch lieber das. Oh Gott, mit dem Loot kommt jetzt immer diese Entscheidungsunfähigkeit. Was nehme ich? Was lasse ich? Was verkaufe ich? Was zerlege ich? Naja, ich werde mich wieder reinfinden. Ich werde mich wieder reinfinden. Story-Modus ist lange her. Ich habe die ganze Zeit immer nur Endgame gespielt. Und Summit und. Wie heißt es? Der höchste Schwierigkeitsgrad. Legendär heißt das in dem Spiel. Genau, legendär. Boah, Story, Kampagne. Vor allem Hardcore-Modus. Ich muss mich echt schnellstens wieder reinfinden. Ganz, ganz schnell. Und in gleicher Schnelligkeit muss auch der neue Controller her. Eieieiei. Ich hoffe, das dauert nicht so lange, bis die den irgendwie in eine Schachtel packen und endlich verschicken. Ich hoffe, dass ich diese Mail heute noch lese. Dienstag. Ja, wenn ich es heute lese, Eine Dienstag, Freude, Sie zu sehen. Mittwoch, Donnerstag wäre er dann da. Spätestens. Und Mein selbst. Inventar dankt Ihnen. Ja, gern geschehen, gern geschehen. Schlürf deinen Kaffee. Halt die Fresse! Spätestens am Freitag will ich dieses Ding in Händen halten. Dann kann ich endlich mal wieder Gameplay abliefern. Und eine nützliche Hilfe an Seite von Petila sein. Das Viel geht Freude auf gerade Ihrem gar Einkauf, nicht. Agent. Mit Ihnen. So. Naja, nehmen wir mal die und hier nicht. Ne? Ja, mal lieber, gell? Haha. So. Na, Kopfgeld. Kopfgeld wird ablaufen. Das werden wir vermutlich nicht mehr schaffen. Oh, die Siedlung. Jawollo. Hat sich auch verbessert durch unser Tun. Konnten wir die Siedlung ganz gut Schon gut, um unterstützen. Geschäfte zu machen. So, die neue M1A. Her damit.
Sehr schön. Alte verkaufen. Schön, Sie zu sehen, Agent. Ja, ich war doch gar nicht weg. Danke, das wertet mein Inventar deutlich auf. Ja, das glaube ich. Dem Schrott machst du deine Geschäfte. Nicht. So, Projekte. Ach, verdammt. Stimmt, das war auch noch so ein Manko. Ich habe immer erst meine Sachen verkauft, bevor ich auf die Projekte zugegriffen habe. Denn da muss man ja auch immer ein paar schöne Sachen spenden, ne? Scheiße, vergeigt. Muss ich auch dran denken. Erst spenden, dann verkaufen. Erst spenden, dann verkaufen. Erst spenden, dann verkaufen. Naja, haben wir zumindest ein paar Materialien und sowas. Okay. Bildschirmtracking mache ich auch für eine Sache. Damit ich das immer vor Augen habe. Ah, dieses Eclipse-Protokoll. Ich will es nicht hergeben, weil das ist von einem anderen Charakter. Ich weiß nicht, ob das irgendwie in ein Bild mit eingebaut ist. Und ich habe nur vergessen, ein Favoritensternchen dran zu setzen. Nicht, dass ich es jetzt verkaufe und dann greife ich auf meinen anderen Avatar zurück und plötzlich heißt es, die Rüstung ist nicht vollständig. Das wäre madig. Äußerst madig. Naja, muss ja nicht sofort passieren. Aber hier können wir jetzt die Aufsätze drauf pflanzen. Noch nicht viel, aber immerhin. Jedes bisschen ist hilfreich. Okay, soweit so gut. Meet Wagon 2.11. 2 Minuten. Ja. Ich denke, das wird nichts mehr. Bevor wir jetzt überstürzt da reinrennen und draufgehen, das ist es nicht wert. Nein. Halte die Ellenbogen am Körper. Auf diese Weise bist du ein kleineres Ziel und beuge dich etwas nach vorn. Pass den Lauf doch nicht so weit vorne an. Gut für die Stabilität. Aber dein Arm wird schnell müde werden. Hallo? Meinst du so? Nimm deine Schulter mehr zurück. Okay. Hör auf. Wie heißt du? Peter. Okay, Peter. Pass auf, es läuft so. Wenn du mich nochmal unterbrichst, werfe ich dich vom Dach. Und wenn du irgendwen hier mit deinen Ratschlägen beehrst, werfe ich dich vom Dach. Hab ich mich klar ausgedrückt? Ja. Wie war das? Ja, Ma'am. Gut. Also, das hier ist der Verschlussband. Ist das Magazin leer? Sie sehen gut aus, Agent. Zivilisten in Not. Die ist auf jeden Fall glasklar. Ne, Anführerin. Ob das auch so, ja. Die managt das hier schon. Hallo, ich bin Inaya. Ich helfe Ihnen in der Operationsbasis bei der Herstellung von Ausrüstung. Schön, Sie kennenzulernen. Ebenso, ich bin Winchester. Wir sehen uns noch häufiger. Zivilisten in Gefahr. Wir sollten mal nachsehen. Wenn das Theater weiter wächst, werden wir neue Nahrungsquellen brauchen. In der Nähe gibt es einen Wohnkomplex mit Dachgärten, in denen nach der Krise Lebensmittel angebaut wurden. Zumindest bis die Hyenas kamen. Na gut, dann werde ich mir das bei Gelegenheit doch mal ansehen. Wohnkomplex mit Dachgärten. Kopfgeldziel verloren. Ja, aber das war... Ist okay. So, jetzt habe ich hier alles abgegrast, was es abzugrasen gibt, hoffe ich doch mal. Ja, kein Ausrufezeichen mehr. Dürfte passen. Hey, Pet! Ich komme! Da bin ich! Auf zum nächsten.
Okay, auf dem Weg zur Nebenmission. Verbündeter Kontrollpunkt in der Nähe erkannt. Ja, jetzt wollen wir hier mal ein paar Nebenmissionen erledigen, hinter uns bringen. Denn Nebenmissionen bringen immer wunderbar spezialisierte Aufsätze und Waffenmods, was auch immer. Auf jeden Fall hervorragend nützliche Vorteile. Definitiv. Deswegen jetzt erstmal so ein, zwei Nebenmissionen und natürlich das, was auf dem Weg dahin liegt. Bietet sich ja an. Und dann werde ich mich schon wieder etwas stärker fühlen. Vorausgesetzt, wir schaffen es. Jawohl. Wo ist denn diese Nebenmission? Ach da, voll am Ziel vorbeigerannt. Ich benötige neue Batterien für seine Kommunikationsausrüstung. Vielleicht finden Sie welche im Odia Technologiebüro. Gehen Sie dorthin und suchen Sie alles ab. Geht klar. Odia Büro. Battery Packs. Alles absuchen. Wird gemacht. Oh, Granate! Okay, das war's. Na dann, auf zur Mission. Worauf schießt du noch? Feinde? Keine Feinde. Sehr gut. Okay. Dann schauen wir mal, ob wir die Stromversorgung etwas aufbessern können. Nachdem wir das erledigt haben. Los geht's.
Agent, Berichten zufolge plündern Hyenas das Odia-Büro. Da könnten Batterien sein. Finden Sie einen Weg hinein und schauen Sie nach. Das Theater braucht Sie für seine Kommunikationsausrüstung. Scheint, als wäre der Eingang verbarrikadiert. Sehen Sie sich um, Agent. Vielleicht gibt's einen anderen Weg hinein. Eine Art Brücke über die Gasse. Sehen Sie sich das an, Agent. Das könnte ein Weg ins Odia-Büro sein. Technischer Direktor von Odia. Die Hyenas bringen ihn wohl zur Arbeit. Holen Sie ihn da raus.
war eine eindrucksvolle Leistung. Wenngleich ich von mir nicht dasselbe behaupten kann. Tür ist doch längst offen, wärst du einfach rausmarschiert. Dummer Depp. Dummer Depp. Ach, vielen Dank. Das waren die Hyenas. Ich sollte ihre Ausrüstung reparieren. Ja, so eine Placebo-Tür ist schon schwierig. Wenn sie hier irgendwas Brauchbares suchen, dann haben sie Pech. Ist aber blöd. Naja, sie haben hier zwar keine Batterien gefunden, aber dafür einen Zivilisten gerettet. Und das ist ein Sieg. Und wer weiß, vielleicht wird uns Malik noch mal irgendwann nützlich sein. Sie sind hier fertig, Agent. Sehen Sie ab. Naja, alles klar. Dann sehen wir uns noch mal nach brauchbarem Loot um. Und dann verschwinden wir von diesem Ort. Schreit doch einer hinter der Tür, der wartet schon auf uns. Okay, wenn du es bist, kannst du öffnen. Lady. Verbündeter Kontrollpunkt entdeckt. Autsch, das hat sicher wehgetan. Okay, auf dem Weg zum nächsten Einsatz holen wir uns doch mal die Propagandasendung. Liegt wunderbar auf dem Weg. Ich glaube, dieser Burgerladen, darin kann man später, oder das ist Bestandteil zum Triggern eines Hunters. Aber, die reißen an einem ordentlichen Arsch auf. Ich bin ganz froh, dass die jetzt noch nicht da sind.
au, au! Schnell weg! So, wo ist denn dieses Propagandadings? Wo ist es denn? Wir sind alles am Tiere. Wir jagen einander und tun, was wir tun müssen, um zu überleben. Schwäche hat keinen Platz in dieser Stadt. Also werdet stark und kommt zum Clan. Ah, da ist es. Okay. Ah, das ist die gleiche Propagandasendung von vorhin. Haben sie wieder eingenommen, die Schweine. Vorhin wäre ich so einer Agro-Lady fast in die Arme gelaufen. Muss ich jetzt besser aufpassen. Ich hole den Schlüssel. Zugangsschlüssel entdeckt. Wow, schon wieder einer. Alter, was ist nur mit mir? Ich sag's und dann mache ich genau das Gegenteil davon. Mann, Mann, Mann. Ja, das liegt am Controller, ganz klar. Das, der hat, ne? Manuelle Kontrolle erforderlich. Na dann, kontrollieren wir es doch manuell. Aber erstmal muss der Schweinehund da verschwinden. Tja, besser auf die Flossen achten, mein Freund. Nicht, nicht, nicht. So, jetzt nochmal aktivieren. Aber ich glaube, das war's. Ja. Übertragung wiederhergestellt. Einwandfrei. Und auf. Auf den Dächern eines Wohnkomplexes befinden sich Gärten. Das Theater könnte darin Lebensmittel anbauen. Vertreiben Sie die Hyänas von dort und sichern Sie die Gegend. Auf zum nächsten Nebeneinsatz. Sichern und vertreiben. Geht klar. Agent, hier ist jemand für Sie, den Sie kennen. Er will direkt durchgestellt werden. Hier spricht Vikram Malik. Agent, ich entschuldige mich für meine Schroffheit das letzte Mal und möchte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie mich vor den Hyänas gerettet haben. Ich weiß, dass das Theater Batterien braucht und ich weiß, wo welche sind. Treffen Sie mich im Odia Store, dann zeige ich es Ihnen. Malik, Ende. Wir haben im Büro keine Batterien gefunden, Agent, aber das Theater braucht welche. Es könnte einen Versuch wert sein. Okay, vertreiben Sie die Hyänas und sichern Sie die Dachgärten. Naja, vertreiben und sichern. Okay. Eins nach dem anderen. Erstmal die Dachgarten, dann die Batterien. Feindliche Aktivitäten in der Nähe eines Pools auf dem Dach. Sieht aus, als würden die Hyänas aus einer der benachbarten Wohnungen agieren. Okay, Agent. Gehen Sie aufs Dach und suchen Sie von dort aus weiter.
Chemische Analyse. Ammoniumnitrat. Düngemittel. Glaube nicht, dass sie Lebensmittel angebaut haben. Vielleicht benutzen sie es, um Sprengstoff herzustellen. Gymnastikbälle. Verlieren die auch Luft, wenn man draufballert? Unbegrenzte Luftzufuhr. Hoffentlich patentiert. So, weiter geht's. Das ist echt eine schöne Nebenmission. Ich finde die Nebenmissionen allgemein echt schön gemacht. Der ganze Kampagnenmodus, also wenn man jetzt das Endgame mal außen weg lässt, ist echt gut ausbalanciert. Feinde sind in Top gemacht. Ihrer Nähe. Da verstecken sich die meisten Hyänas. Dringen Sie durch diese Seite des Komplexes vor und sichern Sie ihn. Oh. Sniper weg. Schakalaka.
Im Ostteil des Komplexes ist noch Bewegung zu erkennen. Gehen Sie dahin und bringen Sie die Sache zu Ende. Auf dem gegenüberliegenden Dach befindet sich eine Wasseraufbereitungsanlage. Das könnte was fürs Theater sein. Sollten das Theater konstant mit Nahrung und Wasser versorgen und es würde sich bestimmt freuen. Sehr schön. Das freut, das freut. Wieder ein Nebeneinsatz abgeschlossen. Erfolgreich. Wie ich hinzufügen darf? Wir sind immer noch am Leben. Und konnten das Fortbestehen der Siedlung ein bisschen besser positivieren. Was gibt's denn da noch so? Was liegt denn hier so rum? Nichts. Okay. So, bin mal gespannt, was ich inzwischen alles erhalten habe. Es waren jetzt zwei Nebenmissionen. SHD war dazwischen, glaube ich. Ja. Ich glaube, da kann man wieder etwas aufstocken. Ah, ein Kontrollpunkt noch und noch ein Nebeneinsatz da oben. Eieieiei. Okay, Kontrollpunkt schon mal markiert. Die Feinde haben die Kontrolle darüber. Das gefällt mir gar nicht. Überhaupt nicht. Infiltrieren, einnehmen, alle anderen töten. So sieht's aus.